Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen aus Linz und Umgebung. Es sind ja viele da, die ich auch von früher kenne. Vielleicht von der einen oder anderen Veranstaltung, auch an der JKU, an der Kepler-Universität in Linz. Ja, worum geht es bei meiner heutigen Botschaft? Die Probleme des Chiralgeldsystems dürften euch ja bekannt sein. Ihr dürftet ja verstehen, dass diese Zettel, die wir heute in der Hand haben, Schuldscheine sind, aber eben Schuldscheine der Banken. Und dass in dem Moment, wo da keine wirkliche Deckung dahinter ist, die Sache irgendwann fragwürdig wird. Kreditnehmer, die also diese Zettel in Empfang nehmen, haben ja auch Schuldscheine. Das sind ihre Kreditverträge. Und wenn jetzt wir die Zettel der Banken weitergeben und sie unsere Kreditverträge weitergeben, weil sie die an andere Banken wieder verkaufen, dann ist natürlich niemand dem anderen was schuldig. Das ist ganz klar. Dass man also jetzt den Kreditnehmer nötigt, von einem Schuldschein, nämlich dem Chiralgeld, Bits und Bytes am Konto, in einen anderen umzusteigen, ja, und das mit zeitlicher Begrenzung, weil er sonst seine Sicherheit verliert, ist irgendwie nicht fair. Umgekehrt haben ja die Chiralgeldbeträge, die auf unseren Konten stehen und die Schuldscheine der Banken sind, keine zeitliche Befristung und sie sind auch nicht mit einer Sicherheit hinterlegt. Und das ist das Problem, vor dem wir heute stehen. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, warum sich das rein rechnerisch, wenn das jetzt auch noch verzinst wird, in Summe auf lange Zeit nicht ausgehen kann. Aber das habt ihr ja verstanden und ich glaube, ihr wisst auch schon, wie mein Lösungsvorschlag aussieht, nämlich das Infomoney, das Informationsgeld, dass jeder Mensch eine Ich-AG ist, seine eigene Bilanz verlängert, aber positiv, gegen Eigenkapital gebucht und bei Bezahlung wird das Geld wieder vernichtet, da verkürzt sich die Bilanz wieder. Und was übrig bleibt, sind Verträge, die wir aber nicht untereinander als Schuldverträge schließen, sondern immer ein Individuum mit der ganzen Gesellschaft. Weil die Gesellschaft, das ist der Potenzialraum, wo wir alle kooperieren und da können wir alles erzeugen. Es ist ja nur eine Frage der Organisation. Was wir benötigen in einer neuen Gesellschaft ist ein neues Bildungssystem, ganz, ganz wichtig, ein wirkliches Bildungssystem, damit die Menschen das, was vorgeht, auch wirklich verstehen und eine andere Form von Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die demokratisch organisiert ist, wo die, die das betreiben, die Wissenschaftler, auch gehalten sind, ihre Methoden und Ergebnisse so zu formulieren, dass sie die einfache Bevölkerung versteht. Weil nämlich in der einfachen Bevölkerung jede und jeder aufgerufen ist, innerhalb kürzester Zeit, vielleicht schon in der nächsten Woche, in dem Fachbereich einfach mitzumachen. Ja? Weil wir eben nicht mehr konditioniert sind auf einen Beruf ein Leben lang, sondern wir dann die Freiheit haben, uns so zu beschäftigen, wie es uns von einem Tag auf den anderen gerade lustig ist, beziehungsweise in Notfällen, wo man uns gerade braucht. Und wenn wir das vernünftig organisieren und die bestmögliche Technologie zum Einsatz bringen, dann werden wir auf die Art und Weise Wohlstand für alle Menschen gleichzeitig erzeugen können, weil wir hier eine Organisationsform haben, die kein Nullsummenspiel mehr ist. Wenn wir das Nullsummenspiel, das rein buchungstechnisch mit Soll-Haben aktiver und passiver heute umgesetzt wird, wenn wir das beenden, indem der Rechnungskreis nämlich nicht über die Gemeinschaft gelegt wird, sondern immer nur über eine Person, über einen Menschen, ja? Jeder von uns ist ein geschlossener Rechnungskreis, der die Bilanz verlängert und wieder verkürzt. Ja, dann haben wir das Ziel erreicht. Und dann kämpfen wir auch nicht mehr gegeneinander, sondern arbeiten wir miteinander. Und wir brauchen natürlich eine neue Infrastruktur und ein neues Softwaresystem bzw. neue Gesetze, die ich dann lieber Spielregeln nennen würde, weil das klingt lustiger. Und Spielregeln kann man natürlich jederzeit verändern, wenn man sich darüber einig ist. Im Konsens sind Spielregeln immer änderbar. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir ein völlig anderes Gesellschaftssystem, das uns wirklich Spaß machen wird. Aber in dem Zusammenhang ist mir eines noch ganz besonders wichtig. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Das habe ich bisher schon immer wieder betont, aber ich möchte es heute noch einmal verstärkt sagen. Wenn wir heute verschiedene Denkfehler und verschiedene Buchungsprobleme im Zusammenhang mit Krediten, Banken, Geldsystem veröffentlichen, ja, einfach einmal sagen, es ist so, wir bieten bessere Vorschläge an, dann ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass wir hier keine Schuld zuweisen zu einzelnen Personen oder Personengruppen. Die meisten dieser Menschen sind in diesem System, im alten Bildungssystem, und glaubt mir das, ich habe das ja selber unterrichtet, die sind einfach konditioniert. Die haben das brav auswendig gelernt und wie das so ist, haben sie es damit natürlich nicht verstanden. Ja? Man kann etwas wiedergeben, eins zu eins, ein Muster, das einem beigebracht wurde, man versteht aber nicht die Zusammenhänge und schon gar nicht die Konsequenzen und die Folgewirkungen. Und das ist das, was eben im heutigen Bildungssystem schiefläuft, warum dann Menschen,
als Ergebnis herauskommen, die im ersten Moment froh sind, dass sie vielleicht in eine höhere soziale Schicht aufsteigen, dass sie mehr verdienen, dass sie, und das ist dann das Bedenkliche, auf andere vielleicht herabblicken, ja, aber auf der anderen Seite auch wissen, dass sie über die zu bestimmen haben, weil sie dann nämlich eine Befehlsgewalt ausüben. Ne? Und das ist die heutige Hierarchie, die über dieses Pseudo-Bildungssystem aufgebaut wurde. Da kann man aber keinen Menschen, keinen Personengruppen wirklich eine Verantwortung zuweisen. Das ist wirklich einfach kulturell so entstanden. Aber wenn wir es erkennen, dann werden wir es verändern. Ich möchte euch jetzt ganz kurz erzählen, wie das in der Vergangenheit war, wenn in Amerika, in den Vereinigten Staaten, ein Wechsel nach einer Wahl stattgefunden hat. Wenn also nach den Demokraten die Republikaner an die Macht kamen oder umgekehrt. Ja, nach den Republikanern die Demokraten. Was da passiert? Da hat es in verschiedenen Ämtern und Ministerien offene Sabotageakte gegeben. Da wurden PCs vernichtet, Festplatten zerstört, da wurden Telefonanschlüsse aus den Wänden gerissen, einfach nur, um die Spuren zu verwischen und dem politischen Gegner keine Informationen in die Hand zu geben, die später gegen einen selbst verwendet werden konnten. Seht ihr, und das ist unwürdig eines neuen Gesellschaftssystems. Und das ist das, was wir auf keinen Fall haben wollen. Daher plädiere ich für eine Generalamnestie sämtlicher Entscheidungsträger des alten Systems. Ich bin ausdrücklich dagegen, dass wir da jetzt mit Strafprozessen und anderem agieren. Wenn ihr euch heute anschaut, dass die Hypo Alpe Adria, die natürlich buchungstechnisch und auch sonst jederzeit gerettet werden könnte, zerschlagen wird. Und wenn auch Konzerne, wenn auch große Konzerne, ja, so lange forterhalten werden, bis man sie dann eben zerschlägt. Das heißt, man löst sie auf und man vernichtet natürlich alle Unterlagen. Vor allem aus dem Rechnungswesen, alle Verträge, ja, das muss verschwinden. Es gibt nicht eine Übernahme durch ein anderes Management. Ja, das sind also immer dieselben Leute, die dann vom Vorstand in den Aufsichtsrat wechseln, ja, oder irgendwelche Freunde oder Verwandte oder Mitglieder der gleichen Parteien, die dann irgendwo in diese Posten hochgehievt werden. Warum? Wenn dort wirklich das Management ausgetauscht würde, dann hätten die sämtliche Unterlagen ihrer Vorgänger und dann hätten die natürlich auch alles in der Hand, um die anzuklagen und vor Gericht zu bringen. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Ich bin dafür, dass wir in eine Gesellschaft überwechseln, in der wir keine Angst mehr haben müssen. Und das geht natürlich nur, wenn wir auch den Politikern, den Bankern, den Topmanagern, den Entscheidungsträgern, den Shareholdern, was auch immer, diese Angst nehmen. Wir wollen keine Politik der verbrannten Erde. Eine Kooperation wird nur dann und erst dann möglich sein, wenn sie wissen, was immer wir an Unterlagen in der Hand haben, wir werden das, wenn wir es finden, für sie vernichten. Ja? Wir vernichten das einfach, weil die Spielregeln des alten Systems zu Ende sind. Wir gehen komplett in ein anderes System der Kooperation, egal wo einzelne Menschen, in welcher Gesellschaftssicht und welcher Rolle sie im alten System tätig waren. Das ist wahnsinnig wichtig und bitte handelt auch so und redet auch so in eurem Kreis. Ich habe es immer noch zu tun mit Leuten auch auf Facebook, die sagen, ja, können wir da nicht rechtlich vorgehen? Können wir den nicht anklagen? Können wir nicht da irgendwo einen Skandal aufdecken? Ich bin sehr für Klarheit und für Offenheit. Dort, wo es über die Sache und um die Methode geht. Buchungsfehler, wie zum Beispiel die Chiralgeldschöpfung, als doppelte Schuld, nämlich sowohl des Kreditnehmers als auch der Bank. Nicht, das ist ein offensichtlicher Nonsens, aber ein sachlicher Nonsens. Und ich kann jetzt von Leuten, die das selber einmal auswendig gelernt haben, aber gar nicht wissen, was das eigentlich bedeutet, ja, von denen erwarten, dass die das ändern. Die sind ein Teil des Systems und weil sie Teil dieses Systems sind, kann man ihnen das nicht vorwerfen. Es macht keinen Sinn. Ja. Wir werden sie genauso liebevoll aufnehmen, wie wir uns auch gegenseitig anerkennen, egal wo wir im alten System gestanden sind, und werden uns neue Spielregeln ausdenken, die so konstruiert sind, dass wir in so eine Konfliktsituation gar nicht mehr hineinkommen können. Das ist also nur die Intelligenz der Konstruktion neuer Regeln, bei denen wir bedingungslos zusammenarbeiten können, zum gemeinsamen Vorteil aller. Und das kann nur politisch dann funktionieren, wenn wir sämtliche Trennungen politischer Couleurs, Gedankenrichtungen, Glaubenssysteme, Religionen, was auch immer, über Bord werfen und einfach von Mensch zu Mensch aufeinander zugehen und sagen, was auch immer und wer auch immer du irgendwann einmal warst im alten System, interessiert mich nicht, wir arbeiten jetzt zusammen. Und diese Botschaft ist mir wahnsinnig wichtig, die möchte ich euch mitgeben, denn das ist für mich das Signal einer neuen Kultur und glaubt mir bitte eines, die wirkliche Änderung im System wird erst dann kommen,
Wenn das angekommen ist und wenn es uns gelingt, das glaubwürdig umzusetzen. Und da zähle ich auf euch, auf jeden Einzelnen und jede Einzelne, wie ihr heute dasteht. Ja, und danke, dass ihr trotz dieses bescheidenen Wetters alle da seid. Danke vielmals. Danke, Franz Hörmann. So, jetzt schauen wir noch, ob wir das mit der Konferenzschaltung hinbekommen, dass auch der Harvey Friedman noch ein paar Worte an uns richtet. Danke an alle fürs Ausharren, dass wir bei dem Wetter nur immer da stehen, aber es ist wichtig, ich glaube, das spüren alle und schön immer noch, dass wir da sind, dass ihr da seid. Danke für diesen Abend, ich glaube, wir haben wirklich was sehr Wichtiges heute alle miteinander erlebt.